Ja, hallo, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starfield hier auf meinem Kanal. Ja, in der letzten Folge, da haben wir ja mit dem Bryson Bayou gesprochen und mit dem Benjamin Bayou, wobei der Bryson ja die arme Socke ist, die unter der Fuchtel des Bruders steht und dumm eingesetzt wird von ihm und immer nur herhalten muss für dumme Sprüche, so grob gesagt. Ja, dann waren wir noch in der Astralloge, haben vom Fan seine Abstammung ein paar getroffen, da muss ich unbedingt noch hin mit dem Fan. Wir sind total überladen, also absolut mega extrem. Ja, jeder Schritt tut uns weh, ist aber egal, kann ich nicht ändern jetzt. Wir müssen irgendwann mal zum Schiff zurück, ich weiß, und abladen. Ja, und wir hatten hier einen Beweis gefunden gegen die Estelle. Und mit der sollen wir jetzt, glaube ich, quatschen, die Estelle Vincent. Und da geht's, glaube ich, auch, ja, ich habe ein bisschen vergessen, um was wir, ist ein bisschen her, wo ich die letzte Folge gemacht habe. Mal gucken, ob ich mich an alles erinnere. Das ist halt immer blöd, wenn man Pausen macht mit den Aufnahmen und nicht hintereinander weg. Ja, aber es ist halt nicht so einfach, wenn man mehrere Gameplays hat, so ein Mist. Wir quatschen die mal an und ich reagiere dann hoffentlich nicht zu dumm. Ja, ich weiß, dass ich nicht schnell laufen kann. Hallo Estelle, ah genau, ich weiß, was ich machen wollte. Dich ins Rampenlicht stellen war es nicht. Ich wollte eigentlich... Die wollte ich eigentlich rausschmeißen. Was darf denn diesmal sein? Was ist diesmal sein? Du darfst gerne mal rausgehen hier. Verschwind jetzt hier raus. Du hast hier gar nichts verloren. Weg, weg, weg. Die wollte ich rausschmeißen, die Tür zumachen und dann noch was saufen. Das ging nicht. Das habe ich doch, glaube ich, gemacht. Dann jetzt haust du jetzt bitte ab nach draußen. Hier, Barfrau, weg. Ja. Was darf denn diesmal sein? Oh nein, ich wollte dich nicht wieder reinholen. Oh, wenn ich jetzt hier was saufe, dann ist es geklaut. Und das sieht die dann direkt. Na, die geht halt auch von selbst nicht weg, oder? Doch, doch, jetzt geht's weg. Schnell, schnell, schnell. Oh, da steht sie schon wieder. Das gibt's doch nicht. Wie so ein Guppi. Ja, leck mich doch echt. Dann eben nicht. Nicht aus. Wir reden jetzt mit der Estelle, was wieder natürlich extrem dunkel sein wird, aber da ist halt so. Auf geht's. Gut, dass du wieder da bist. Tut mir leid wegen der Benjamin Bayou-Sache in der Astral Lounge, aber es ging nicht anders. Die Dreistigkeit dieses selbstgefälligen Mistkerls sucht ihresgleichen. Unfassbar. Ja, wenn du wüsstest, was ich über dich rausgefunden habe mit dem Slate. Ja, er macht mir keine Angst. Er ist ziemlich furchteinflößend. Ich bin damit fertig geworden. Was ist in der Astral Lounge passiert? Jetzt soll ich mich mal dumm stellen? Ich weiß doch nichts mehr. Ich war doch gar nicht da. Ich weiß, ja, ich bin so, ist so lange her. Was ist passiert? Nun, ich habe gehofft, wir würden deine Rückkehr mit ein paar Drinks und einer Menge Aurora feiern. Ich wollte gerade anfangen zu feiern. Da gab Boone Morgan mir den Tipp, Bayou sei mit einigen Schlägern von Neon Security unterwegs nach unten. Ich bin sicher, dass ich ihn nur knapp verpasst habe. Sind viele gute Sachen zurückgeblieben, verdammt. Jetzt hat er da irgendwie Leute verdroschen? Ich weiß nicht, ja, er macht mir keine Angst. Es macht dir keine Sorgen, dass er den Virus entdeckt und so schnell rausgefunden hat, wo wir uns treffen? Ist sicher schön, so naiv zu sein. Ah, das war die Dame, für die wir den Virus hier einspielen sollten. Jetzt bin ich wieder dabei. Den Virus habe ich nämlich tatsächlich eingespielt. Ja, ich glaube, ich bin hier fertig. Ich habe, was ich brauche, aber es tut mir leid, dass du es nicht bekommen hast. Ja, den Virus, aber das, wieso hat er den so schnell gefunden? Es war für die Crimson Fleet, also kommt es uns allen zugute. Was antworte ich denn jetzt? Ja, ich glaube, ich bin hier fertig. Ich habe, was ich brauche, aber es tut mir leid, dass du es nicht bekommen hast. Ich mach mal das. Ja, ich bin zu diesem Zeitpunkt so gut wie erledigt. Seit Bayou den Virus markiert hat, kann ich keinen Zugriff auf das System riskieren. Meine ganze Arbeit, um Janet einzuknacken, ist weg. Jetzt sitze ich in der Patsche. Die Vorarbeit für diesen Job hat mich einen Haufen Geld gekostet. Und ich kann nicht alles zurückzahlen. Kann ich dir irgendwie Geld geben, dass es ihr besser geht? Ich bin doch stinkreich hier. Ich bin der Stinkreich. Ich bin die stinkreiche Alex Ripley. Ja, du kanntest das Risiko. Zurück auf den Schlüssel lege ich vielleicht ein Wort bei Delgado für dich ein. Lass mich dir ein paar Credits geben, um deine Kosten zu decken. Wem schuldest du Geld? Nun, ein Geschäftspartner von mir namens Nix war der Erfinder des Virus. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst oder nicht. Dann sind da die Leute, die ich bezahlt habe, um auf Ayumi Komiko aufzupassen. Einige Wachen bei Genadine. Wie gesagt, es war ein Riesenjob. Eigentlich sollte ich meine Quellen nicht preisgeben, weil du dann auch auf ihrem Radar bist. Aber hey, du hast gefragt. Oh, hi, nein, hi, nein. Ja, ich frage mal, ob ich hier Kredits geben kann. Genau, das hat mir vorgeschwebt. Du bist wohl doch nicht so ein Neuling. Wie viel bist du bereit abzugeben?
Jetzt komm schon, wir geben dir, ehrlich gesagt, habe ich mir anders überlegt. Ja, wir sind doch stinkreich, ich gebe dir jetzt mal 9000 Credits, komm, auf geht's. Mensch, Junge, ich schmeiß die Fuffis in den Club, auf geht's, patsch. Wow, das ist viel mehr als erwartet. Ich wusste nicht, dass du so großzügig bist. Na gut, ich denke, wir sind hier fertig. Sag Delgado, falls er mich jemals brauchen sollte, bin ich immer noch für ihn da. Und hey, du wirst von mir kein Neuling mehr hören. Was mich betrifft, bist du jetzt einer von uns. Das Herzblut der Fleet. Sollte jemand das anders sehen, schick die Person auf ein Wort zu mir. Ja, ich bin das Herzblut der Fleet. Ja, glaubst du, dass Krux-Vermächtnis wirklich existiert? Was hast du als nächstes vor, Estelle? Hat Benjamin Bayou deine Pläne, den Virus zu benutzen, komplett durchkreuzt? Ich frage erstmal mit dem Bayou. Durchkreuzt? Nein. Ich hatte gehofft, er bliebe langfristig in Janadines Mainframe, aber immerhin hat er mich schon mit einer riesigen Datenmenge versorgt. Nix weiß wirklich, was er tut, obwohl er mir etwa 6 Monatsgehälter in Rechnung gestellt hat. Mit etwas Glück habe ich meine Kosten im Nu wieder drin. Okay, glaubst du, dass Krux-Vermächtnis wirklich existiert? Woher wusste ich nur, dass du mich das fragen würdest? Ehrlich gesagt, ist es egal, ob ich an die Existenz von Krux-Vermächtnis glaube oder nicht. Wichtig ist, dass ich an Delgado glaube. Wenn der Mann glaubt, dass uns die Jagd nach Schatten reich macht, wer bin ich dann, mir ein Urteil anzumaßen, oder? Also, ich springe nicht für ihn von einer Klippe oder so, aber hey, wenn er noch ein Schiff an seiner Seite braucht, bekommt er es. Sie ist also auch für ihn da, für Delgado. Was hast du als nächstes vor, Estelle? Ich hörte, auf dem Schlüssel spitzte sich zu. Also fliege ich vielleicht mit meinem Vogel hin, um mir das anzusehen. Gerüchten zufolge hat Delgado ein paar handfeste Informationen über Krux-Vermächtnis, von dem er seit ein paar Jahren erzählt. Wenn daran auch nur ein Funken Wahrheit ist, will ich dabei sein, wenn Shinya Voss die Beute aufteilt. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, weil du wüsstest, was ich alles weiß. Haha, über das Vermächtnis. Ja gut, wir verlassen das jetzt mal. Sag Neva, sie schuldet mir noch einen Drink für unser Pokerspiel. Okay. Neva! Ja, alles klar. Also mit der können wir jetzt weiter nichts mehr machen. Was sollen wir denn als nächstes machen? Wo soll man hin? Wo sagt uns die Linie des Lebens, dass wir hinlaufen sollen? Wir sollen da hinlaufen und sollen sie rausschmeißen. Wie immer. Also würdest mehr du nicht unterwegs zum Schlüssel sein? Ja, ja, bin ich doch schon. Ich wollte mal gucken, was noch so hier da ist. Ich wollte eigentlich gerne Schnaps saufen auf dich. Bei 9000 Credits. 9000 Credits! Müsste eigentlich was drin sein hier. Aber ja, ist ja alles klar, was ich hier mache. Stuhl und trink was. Ich gucke erstmal in den Spind hier, was du so hier drin hast. Gestohlene Kunst. Aha. Ich fasse es nicht. Wartet Delgado nicht auf dich? Ja, guck mal da hinten im Koffer. Deswegen rennt die auch die ganze Zeit hin und her, glaube ich. Ja. Ich habe noch ein paar Beweise gefunden. Krieg der Welten. Oh, das hätte ich aber gar nichts gehabt. Verdammt, da bist. Das finden wir bestimmt nochmal. Gelbes Buch, muss ich mir merken. Bestimmt Krieg der Welten. Irgendwann wird sie kommen. Die Folge, wo ihr anschaltet, ihr hört, dass ich anfange zu stammeln. Mein zweites Zuhause hier. Hast du das gerade gesagt? Warum redet ihr alle mit der Wand? Guck mal, ihr könnt euch doch auch richtig unterhalten. Mann, ja, irgendwann wird die Folge kommen, wo ihr mir alle sagt, hör auf, hör auf, hör auf. Weil ich alles anstammeln werde und Bücher lesen werde. Oh, was ist denn nur? Irgendwie will ich immer mit F die Türen aufmachen zurzeit. Was ist denn da kaputt in meinem Kopf? Gibt's doch nicht. Ja, wir müssen unser Fan abholen, ganz wichtig. Und da müssen wir die Astral-Lounge, da waren wir doch auch schon drin. Da kann ich den Fan seinesgleichen zeigen. Ja. Noch ein bisschen Sport im Beat. Ja, hat er jetzt vielleicht sogar drinne absolute Macht, kehre zum Schlüssel zurück. Ich würde dir jetzt erstmal, glaube ich, meinen Fan holen, weil jetzt brauche ich, jetzt kann ich hier rumschleichen, machen, was ich will. Aktivitäten, war das nicht unter Aktivitäten? Hole wartende Begleiter ab, auf geht's. Ja, wo habe ich den hingesetzt? Irgendwo da hinten. Die Astral-Lounge, wo sind wir denn? Das war hier bei Madame Sauvage, oder? Ob ich das wieder finde. Sei nicht dumm! Halt! Sofort! Warum? Nein! Näher an Security! Stopp! Sofort! Was ist denn mit dir? Lass mich in Ruhe!
Ich kann nicht mehr rennen. Du machst es nur noch schlimmer für dich. Halt! Im Namen des Gesetzes! Was ist mit euch allen falsch? Ich hab doch nichts geklaut! Nein! Neon Security! Du bist verhaftet! Das stimmt doch! Keine falsche Bewegung! Oh nee, Leute, was hab ich denn angeblich geklaut? Ich zahle. Sag mal, seid ihr bescheuert? Ist das, weil ich mit dem Anzug noch rumrenne oder was? Die gehen mir alle auf den Sack jetzt langsam. 12.500 zahlen, ich zahle die Strafe, aber musst du mich nach Schmuggelgut durchsuchen? Na, gestohlene Waren konfiszieren? Jetzt zahle ich halt jetzt mal das. Unbescholtene Bürger wie dich zu durchsuchen, das wäre ja Zeitverschwendung. Aber aufs Revier müssen wir trotzdem. Wenn du mir jetzt Zeug entfernst, außer die Credits, dann hau ich dich. Sag doch, die sind alle bestechlich. Aber was hast du mit... Was soll denn das? Was habe ich denn angeblich hier schon wieder bei mir dabei im Inventar, was geklaut ist? Sind die bescheuert? Alles? Das wird doch eigentlich rot angezeigt. Ich möchte die Uniform behalten und wenn ich die anhabe, dann rede ich damit weiter rum. So, ich bin die Dame da. Also irgendwie... Ich habe hier nichts, was hier irgendwie rot gekennzeichnet ist. Was soll denn das? Ist das vielleicht tatsächlich, weil ich mit der Uniform noch rumlaufe, die mir nicht zusteht? So, jetzt lass mich aber bitte bei... Wehe. Wenn du mich jetzt wieder anmachst, ne? Dann gibt es ein paar von Latz, aber richtig. Jetzt bin ich im Neon Security. Heißt das, ich soll meinen ganzen Alkohol zurück nach New Atlantis bringen? Genau. Jede einzelne Kiste. Okay, Schluss mit dem Unsinn. Das hat damit zu tun, dass ich Bayus lächerliche Gebühr nicht bezahlt habe, oder? Ich mach die Regeln nicht. Nimm deinen Müll, lade ihn wieder auf dein Schiff und verzieh dich. Wenn ich die Ware nicht ausliefere, verliere ich tausende Credits. Nicht mein Problem. Verschwinde. Das ist meine allerletzte Tour nach Neon. Geh weiter. Alles klar, da der Benjamin Bayou, den muss ich irgendwie noch vor Latz hauen. Los, du als erstes, ich hinterher. Zwei Mist, jetzt bin ich echt arm geworden, ne? Das habe ich immer war 20.000 Euro einfach rausgeklatscht. Wie, oder Dollar oder was auch immer. Wie viel habe ich denn überhaupt noch? Mal gucken. Naja, 447.120. Ja, so arm sind wir nicht. Wie sie den Kopf nach hinten schmeißt. So, ich will meinen Fan abholen jetzt hier. Und jetzt bitte lass das auch drin sein. Ach, Kohle, warten, Bekleider ab. Ja. So, wo ist der jetzt? Und ich raste aus, wenn mich jetzt nochmal einer hier anhält. Weißt du, was ich gleich mache? Ich hau dir gleich mal Latz. Aber so richtig. Ihr seid alle so mies und frech. Ihr kotzt mich an. Wenn ich Leute belästigen will, soll ich mich in der Astral-Lounge austoben. Jedes Mal. Was ist denn nur bei mir kaputt, dass ich die ganze Zeit jetzt immer mit F die Türen aufmachen will? Euphorika? Na klar, laufe ich einfach an dir vorbei. Du kannst mich mal. Ich will mein Fan wieder haben. Also bis wir den Fan haben, sterbe ich 20 Mal, bis dahin gelaufen bin. Wo ist denn der? Hast du mich jetzt gerade hier angemacht von der Seite? Ich fasse es nicht. Wo steht mein Fan? Hab ich da hier, oder? Oh, wo müssen wir denn hinfahren, bitte? Die Unterstadt, ja. Und da müssen wir aus der Unterstadt wieder in die Oberstadt. Ich will den mit dem. Ich muss mit dem in die Astral-Lounge. Ja, vielleicht sollten wir auch vorher nochmal so ein Schiff. Das sieht auch richtig geil aus. Aber da bin ich ganz am Anfang des Spiels mal hingelaufen. Da rein, so wie der. Und hab direkt gleich Ärger gekriegt. Boah, jetzt hat's aber geleckt, hey. Die Leute lästern gern über die Varun-Fanatiker, weil sie eine. Ja, die Varun-Fanatiker, das Haus Varun. Da gibt's das ist das neue DLC, was rausgekommen ist. Keine Ahnung. Bis ich da mal spielen kann. Ja, das wird doch dauern. Bis dahin haben es schon 20 Millionen andere gespielt. Aber so ist dann halt, ne? Stück für Stück komme ich hier vorwärts, auch wenn es langsam dauert. Ist der jetzt hier oder was? Sag mal, wo hab ich denn den Fan hin? Shadow Dying Industries, hab ich den da echt hängen lassen oder irgendwas?
Also an den Kisten war mal dran. Hier musste man, glaube ich, rumschleichen. Kann das... Ah, nein! Der schickt mir nicht tatsächlich jetzt den Weg zurück mit dem Roboter und dem ganzen Scheiß. Oh, Leute. Komm, wir überspeichern das mal. Hier darf ich doch auch nicht gesehen werden, oder? Ich darf hier nicht mehr rumschleichen. Das war doch die ganze Schleichscheiße. Wenn der mich sieht, dann geht hier wieder voll der Alarm los. Oh, nee. Ich hab's gewusst. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich hier rumgekrochen bin. Scheiße. So ein Mist. Oh, das finde ich doch nie im Leben jetzt mehr. Da zurückzukommen, ohne dass was passiert. Mann. Wo warten die Kleider ab? Wie soll ich denn an einem scheiß Roboter vorbeizukommen jetzt, ohne dass der mich beschießt? Das geht ja gar nicht. So ein Mist. Mensch, dieses Spiel, das ist aber auch gemein. Ich hätte den Fan einfach auf dem Schiff lassen sollen. Kann ich da runter und kann da reinhüpfen? Ach so, dass ich da unten rein muss. Ich speichere nochmal ab hier, ich glaube schon. Und dann halt im richtigen Moment wieder raus, ne? Mann, ey, schleichen macht mich total kaputt, so wie ich das hier gerade mitkriege. Was habe ich denn hier? Ah, da ist nichts mehr drin. Ah, ich musste beobachten, wie der hier langlatscht, glaube ich. Und dann im richtigen Moment rausgehen. Die Frage ist, kann ich noch richtig hüpfen? Jetzt kommt er hier lang. Ich glaube, hier nach unten gucken kann er nicht, ne? Da ist er zu blöd für, die alte Blechbüchse. So habe ich das noch im Kopf gehabt. Jetzt rauszugehen wäre natürlich brasslich. Also, komm schon, Freundchen. Einmal wieder den Weg zurück. Jawohl, lass mich in Ruhe. Ich tue dir nichts, du tust mir nichts. Ja, wo ist mein Fan jetzt? Alles klar, wir müssen an den Forschern vorbei. Jetzt könnt ihr auch noch diesen riesen Computerkern hier angucken, wo ich mich reingeschlichen habe, um da den Virus einzuspielen, glaube ich. Ich hoffe, du bleibst da einfach bitte stehen. Vielen Dank. Das ist ja alles nur wegen dem Fan. Das gibt's ja nicht. Man, nur weil ich den Affen abholen will, damit er sich in der Astrallounge umgucken kann. Und vor allem, ich muss ans Schiff, Leute. Ich muss unbedingt ausladen. Oder irgendwelche Sachen verkaufen. Was habe ich denn da an Sachen da bei mir? Ich glaube, mein Inventar ist das Schwerste, was ich habe, sind nicht die Waffen. Das ist nicht mal. Das Schwerste sind irgendwelche Bücher. Wo sieht man denn die Bücher? War das hier? Was? Kündigungsschreiben? Was habe ich denn? Wo habe ich denn das Kündigungsschreiben her? Show. Dieses Schreiben informiert dich darüber, dass dein Arbeitsverhältnis bei Hephaestus mit sofortiger Wirkung beendet ist. Das habe ich doch schon mal irgendwann gelesen. Ja, egal. Aber wo sind denn die Bücher hier? Ah, da. Und ich glaube, so ein Buch, guck mal da hinten, so ein Buch, wie ich 0, ah ja, alles klar, ich muss die Bücher loswerden. Das habe ich eigentlich zwei von denen, von der Xenobiologie. Da schmeißen wir mal jeweils eins raus. Orchideenhändler war ja auch nicht eins. Der Graf von Monte Cristo auch nicht. Harte Titans, aber was schleppe ich denn da alles mit mir doppelt rum? Weg. So. Schon sind wir ein bisschen leichter, ein bisschen. Aber es ist trotzdem noch extrem schwer. Guck mal hier, wie belesen ihr sein könnt, wenn ich hier bei euch vorbeikomme. Wally, du darfst was lernen. Hier, ich habe sie hingelegt. Ich das bestimmt gedacht. Oh, der Graf von Monte Cristo ist aber ganz schön was lernt, gell? Vielleicht habe ich deswegen nicht mitgenommen. Ich glaube, das Einzige, was ich mitnehme, ist der Graf von Monte Cristo. Ja, komm. Nein, du sollst es nicht weiter, du sollst mitnehmen. Was? Schiebst du die Bücher in solche Gegend, du Held? Du sollst sie lesen, lerne.
Ich wollte eigentlich speichern. Als hier der falsche Weg ist und ich wieder, dass ich nicht wieder alles von anfangen muss. Ich will nichts anderes als meinen blöden Begleiter wieder kriegen und das so schnell es geht, ohne Stress. Und dieser Wegfinder, der wird mich halt natürlich direkten Weges dahin lotsen und das kann natürlich auch falsch sein. Genau das habe ich gemeint. Ich hasse es. Ich hasse das. Echt. Warum komme ich denn jetzt nicht einfach? Kann ich nicht einfach zu meinem Schiff springen? Das kann ich nicht, weil ich überladen bin. Da müsst ihr euch jetzt einen tollen Thumbnail von mir angucken, den ich erstellt habe. Für die Alex Ripley. Ripley. Ich könnte ja schon. Wie war das jetzt mit dem Affen da? Wie komme ich denn da jetzt vorbei, Mann? Scheißdreck. Das kotzt mich schon wieder an hier. Echt. Brauche ich wieder Stunden, bis ich da zu meinem Kack-Fan komme. Ist die vielleicht hier hinten? Bei den Supply durchlaufen. Ah nee, da habe ich Auto gewütet und geguckt und gemacht. Da war nix. Oh, jetzt. Es ist echt nervig gerade mit dieser Überladenheit und so. Scheiß, kann ich mich leveln? Da kriege ich jetzt hier Tragelast wieder aufgelevelt bis zum Umfallen. Skills, Skills, Skills. Los. Natürlich nicht. Scheiße. Das hätte ja sein können. Ich komme doch da nicht vorbei, ohne dass der was mitkriegt. Oh, erhol dich bitte schneller. Habe ich irgendwas, dass ich mehr tragen kann? Das ist ja jetzt richtig nervig gerade. Das macht auch richtig Spaß zuzugucken. Die Schleichfolge schlechthin. Ich will die nicht wieder wegmetzeln hier. Das ist Blödsinn. So, jetzt sind wir hier hergeschlichen. Jetzt muss ich mich da durchspeichern. Mann, Mann, Mann. Ganz schlimm. Kannst du haken? Wie soll ich denn an dem jetzt da vorbeikommen, ohne dass er Spitz kriegt? Das war da drüben. Ich glaube, der Weg war da drüben rein. Und nicht hier gerade durch. Der kommt ja auch hierher gelatscht, glaube ich, der Penner. Oben guckt der Nächste. Wenn ich jetzt versuche, hier vorbei zu schleichen, dann kriegt er das jedes Mal mit, glaube ich, oder? Oder auch nicht. Jetzt aber das wenigstens schon mal geschafft. Oh Mann, was ist denn nur bei mir im Kopf jetzt gerade? Wieso denn? Woher? Warum? Wieso hat der das... Wer von euch Affen hat denn das jetzt mitgekriegt? Junge, du Penner! Frecke! Echt? Das geht mir auf den Zeiger jetzt mit euch Pennern hier. Das kann ich nicht machen. Dann kriegt meine Sarah wieder einen an der Waffel da oben. Hier gleich noch eine Kontaktgranate vom Wanz. Stirb. Ihr Penner, echt. Das kann doch nicht wahr sein. Wie soll ich denn da jetzt rauskommen? Stopp. Nochmal. Ich habe doch bloß das Gitter hochgemacht und schon war Terror. Dann hole ich den Pfennig ab. Das ist mir jetzt dann scheißegal. Echt, dann gehe ich den Weg wieder zurück. Dann soll der da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Wie zum Geier hat denn der das mitgekriegt? Lade jetzt endlich das Ding auf da. Der scheiß Sauerstoff. Das ist ja unbegreiflich, was du an Sauerstoff verbrauchst. Was schmeißt du denn jetzt um, ey? Alex, Replay, mit dir muss ich nochmal reden. Das geht so gar nicht. So, ich bin jetzt verborgen. Speichern. Mann, 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 Mann. Das ist ja Katastrophe hier. Ich hasse diese Schleichlevel. Ich hasse sie einfach. Irgendwann werde ich als Arschloch spielen hier und alles umnieten, was mir vor den Sack kommt. Was mir auf den Zeiger geht. Hat der mir hier durchgeguckt oder was? Frag mich, wie der mich gesehen hat. Ich bin jetzt noch verborgen.
sobald ich da reinlaufe, sieht mich der Arsch da oben, glaube ich. Ich bin einfach zu lange da hinten hängen geblieben. Mann, oh Junge, echt. Das ist echt kacke, wenn du hier so lahmarschig laufen kannst, nur weil du komplett überladen bist. Das, also Schleichen und Ninja Attack ist nur drin, wenn du nicht zu viel Material mit dir rumschleppst. Da hab ich nicht mal eine Waffe draußen gehabt, ne? Ey, Vista! Hau ab! Wieso steht der jetzt an dem Gitter, was nicht... Er lehnt sich an dem Gitter an, was nicht mal da ist. Hat der überhaupt noch die Mission drin? Ey, ich werde hier gleich echt wahnsinnig. Hohle Begleiter, ja. Ja, ich habe den halt hier rausgetan, ne? Der bleibt doch da vorne stehen. Hat die ganze Zeit da vorne blöd rumgeguckt. Das weiß ich noch. Hier konnte ich aber auch nicht rein. Wenn ich hier jetzt reingehe, da kriege ich doch auch für Latz. Oder? Das sag ich doch, einen Schritt da rein und es geht los. Alles klar. Ja, ich weiß schon wieder, wo ich hin muss. Ah, zum Glück habe ich die Türen offen gelassen. Oh, bitte. Habe ich irgendwas dabei, dass der aufhört rumzujammern? Die aufhört rumzujammern? Ressourcen? Nein, da will ich hin. Irgendwas zu saufen, zu fressen, dass du schneller tragen kannst. Oder mehr tragen kannst. Verbände, das bringt mir alles nichts. Irgendwelche Drogen, ey, ich will Boost-Drogen hier. Fernkampfschaden, nein, nein, nö, Fernkampfschaden, nein. Überzeugungschance, ah, das ist auch gut zu wissen, was wir da alles dabei haben. Bewegungstempo plus 20% und Schaden für 20%. Ja, das ist aber Blödsinn. Synapse Alpha, was machst du denn? Forschungsprojekt benötigt weniger Ressourcen für 10 Minuten. Ja, das ist auch alles... Ja, das Bewegungstempo und Sprunghöhe ist ein bisschen höher. Für 35%. Wie lange geht das ganze Ding? Für 2 Meter? Wie lange hält das denn? Vergesst es, da ist nichts drin. Wir müssen uns jetzt hier da durchquälen. Das ist leider scheiße, aber ich kann es nicht ändern. Der Fan kommt jetzt her und wenn ich mit dem Fan wieder hier zurück... Ich so schnell wie möglich zum Schiff dann. Und dann nicht da durch hier. Durch den Scheißkern. Was? Muss ewig her sein, dass Harada das letzte Mal in der Anlage war. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon mal in Neon war. Und das findest du nicht komisch? Wenn ich anfange, mich über alles zu wundern, was an der Firma komisch ist, dann komme ich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr zum Arbeiten. Ich weiß, dass ich überladen bin. Sag's mir nicht 1000 Mal. So, sind die jetzt da unten drin? Oh, Spiel, was machst du denn? Wo willst du mich denn hinschicken? Wo hab ich denn den scheiß Fan stehen? Oh, jetzt habe ich sogar gepfiffen, weil ich mich aufrege. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Wo ist denn der Fan? Ich glaube, ich breche das wirklich gleich ab und gehe alleine zum Schiff und fliege irgendwo hin. Dann ist er einfach da, das ist mir egal. Aber das ist ja jetzt Katastrophe hier, was soll denn das? Wo soll denn der Penner sein? Du kannst mich doch jetzt nicht da reinschicken. Der sitzt irgendwo da unten, 10 Meter entfernt. Ich bin 10 Meter Also jetzt will ich wissen, wo der Fan ist. Also jetzt mache ich... Ich bin eh schon aufgefallen. Wisst ihr, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Jetzt reicht's mir hier aber so richtig. Schnauze, Junge! Wo ist mein scheiß Fan, Junge? Ich will genau wissen, wo der ist. Ich habe keinen Bock mehr hier, den zu suchen stundenlang. Das kann doch nicht wahr sein. Dieser Pisser, echt. Bin gerade echt sauer. Das ist doch nicht normal. Scheiß Feuerlöscher.
Warum ist die Mission jetzt deaktiviert? Hole beide... warum sehe ich die beiden Fan nicht? Was sagen? Zeig mir jetzt beide Fan. Das glaube ich nicht. Ich bin doch gerade da hoch. Und da sagst du mir, jetzt ist mir falsch. Das ist es nicht wert. Ja, ist es nicht. Verpiss dich. Ja, ich bin auf Drogen total, ich weiß. Sie sind weg, Captain. Kluge Entscheidung. Nein, ist keine kluge Entscheidung. Ich will wissen, wo du stehst, du Pisser. Was machst denn du hier, du Penner? Mann, Junge, du stehst falsch rum. Wolltest du irgendwas? Ja, ja, ich hab... Mann, ist ja... Wie zum Geier? Wieso hab ich dich denn hier hingestellt? Ja, du ergibst dich nicht kampflos. Jetzt steht der tatsächlich da in dieser Ecke. Wie soll ich das... Also, noch ein schöner Thumbnail von mir für euch, damit ich mich wieder beruhige. Das ist so ein Mistverfluchter. Wie komme ich denn da jetzt hin? So, da rein auf jeden Fall nicht. Da unten auch nicht hin. Wir müssen da hinten lang. Der steht da unten, der Penner. Und ich muss das umlaufen, da hinten rum. Muss irgendwie da hinkommen. Und dann muss ich mit dem Affen da raus. Das wird doch nichts. Hoffentlich kann ich dem irgendwas geben. Halt die Klappe. Okay, okay. Höchstens 6 Stunden. Falls die Würfel dir hold sind und alle das Abenteuer überleben. Ha, Logo. Durch das Zauberbuch, das mein Magier gefunden hat, habe ich reichlich neue Tricks auf Lager. Ich denke schon, dass es nicht anders geht. Wir müssen hier runter und dann muss ich irgendwie auf die andere Seite und muss ihm sagen, hier, du Affe, komm jetzt mit. Weil der will mich ja tatsächlich hier wirklich, also so eine blöde Wegfindung, der schickt mich direkt in den Tod. In den Tod. So, dann eben Try and Error, bis wir den haben. Geht ja nicht anders. Also diese Folge wird, ich will mein Fan zurück. Muss ich jetzt da lang oder konnte ich hier lang gehen? Der ist halt genau auf der anderen Seite da drüben, ne? Die Frage ist, bin ich hier unten lang gekommen? Auf die andere Seite auch? Ich glaube, das ging, ne? Das wäre vielleicht der einfachere Weg. Weil hier habe ich doch auch alles aufgemacht, na klar. Das ist schon wieder eine Folge zum Vergessen. Echt ohne Mist. Die Folge könnte echt schon wieder haken. Da habe ich wieder gar nichts geschafft. Ich glaube, hier unten konnte ich sogar rennen. Hat keinen interessiert. So, mein lieber Assi-Fan. Wir gehen nachher gleich in die Astral-Lounge. Aber vorher nehme ich dich mit. Du bist besser als das Allerbeste. Ich weiß, das klingt zwar ziemlich unmöglich, aber irgendwie schaffst du es doch. Ja, wenn du wüsstest, was ich im Parallelleben eben ein paar Mal mit dir gemacht habe. Zum Glück gibt es nämlich Speichern und Laden. Ja, aber egal. Lass uns Ausrüstung tauschen. Ich glaube, das Problem war, der war auch gerammelt voll. Natürlich, mein gütiges, heldenhaftes Idol. Ich nehme alles an, was du hast. Das ist eine Lüge. Nimm's. Oh doch, der hat noch. Der hat noch Platz. Ja dann. Oh, schön. Ich habe gedacht, der ist gerammelt voll. Ja, mein lieber Fan, du bekommst jetzt von mir ganz viele Bücher. Du darfst dann lesen. Ein paar Waffen. Nee, die Waffen behalte ich, dass ich sie verkaufen kann. Die Bücher, die will ich ja selber haben. Die Bücher waren hier. So. Raus, 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 raus. Alles raus. Und das reicht tatsächlich immer noch nicht. Ich bin immer noch überladen. Alter, das ist Katastrophe. Echt ohne Scheiß. Was haben wir denn noch, was wir dem geben können? Haben wir irgendwelche Anzüge hier? Mit Sicherheit.
Ich könnte ja eigentlich auch mal wieder auf meinen... Ja, wir sehen eigentlich ganz cool aus, finde ich so, ne? Aber unser anderes Outfit... Wo ist es denn? Was habe ich denn da gesagt? Ein Gefängnisanzug? Ah, ich glaube, den wollte ich haben als Ausstellungsgedöns. Ich glaube, der gefällt mir eigentlich besser. Der Anzug, wie kann ich den jetzt wieder ausrüsten? Mit B. So, ich ziehe das mal an hier. Soll man vielleicht da die Mütze auflassen? Gehört zwar nicht zusammen, aber... Na, nee, wir setzen wieder unseren Hut auf hier. Das passt besser. So, was können wir ihm jetzt geben hier? Die Leder Streetwear, die... Mal nach Masse sortieren hier, was am schwersten ist. Die Fähnlich-Uniform ist halt echt schon am schwersten, ne? Warum habe ich eigentlich diese Laborkleidung hier mit abgeschirmt? Weil ich dachte, ich kann die anziehen und die erkenne ich da nicht mehr. Ich habe doch irgendwann mal so Arztkittel-Scheiße gesucht und habe sie nicht gefunden. Hatte ich die dann schon und habe es gar nicht mitgekriegt, weil ich so blöde bin. Manchmal, also manchmal echt. Hier, Fan, nimm das mal mit. Die Leder-Sweetwear auch. Oh, Gefängnisanzug. Deputy habe ich an. Ne, die brauche ich nicht, die Kopfbedeckung. Das behalten wir auch für uns. Habe ich da noch irgendwas? Den Helm? Das war der Pilotenhelm, ne? Wo ist der Pilotenanzug eigentlich? Ah, das war ein Raum. Ne, das war hier, oder? Puh, Abenteuer, Siedler, Braun, Leder, Ranger. Wo ist mein Pilotenanzug? Ich habe doch einen Pilotenanzug gebraucht. Ist das... Overall, ein Overall. Also, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Wo ist man? Ich habe doch, das weiß ich ganz genau. Ist es, unter Anzüge ist das Ding auch nicht. Da habe ich ja nur den Helm. Unter Helme. Hä? Ach du grüne Neune, was haben wir denn hier an Rucksäcken dabei? Das ist ja gerade, der Tiefensucher-Rucksack, der ist aber echt gut. Also physisch Energie und EM-Schutz. Was haben wir denn hier? Wir haben epischen. Ja, das Zeug wiegt halt auch wieder extrem, ne? Ja, der Verfolgerrucksack, den kriegt noch. Den können wir noch geben. So, jetzt sind wir schon bei 128 beim Fan. Eieieiei. Bei den Knarren nochmal gucken hier. Was haben wir denn da noch hier? Doppelt und dreifach. Gar nichts doppelt und dreifach. Das ist alles Zeug, was ich behalten will. Das will ich gar nicht abgeben. Die ist kalibriert. Die One-Part. Nee. Also, sag mal, was. Was macht mich denn hier so schwer? Was auch immer du bist. Rare produzierte Halbmetall-Wafer. Ja, alle. Oh, der Fan ist jetzt überladen. Okay, jetzt ist der Fan am Ende. Das kann er nicht mehr nehmen. Also so gut wie am Ende. Aber wir können ihm noch irgendwas geben, was nicht so schwer ist. Was hat er denn noch? Das geht noch. Die Regelstange. Warum geht es nicht? Riesiger Fan kann nicht mehr tragen. Willst du mich veräppeln? Der hat 161 von 165. Und 3,38. Das muss doch gehen. Kriegt er das noch hier von mir? So, ist er bei 164. Und wir sind ein bisschen leichter, alles klar. Mehr geht nicht. Aber wir können wieder schleichen ordentlich und... Deiner Crew anzugehören, ist der Wahnsinn. Ja, Fan. Was steht als nächstes an? Die Welt retten? Na klar. Weißt du, was toll wäre? Wenn wir jetzt einfach zum Schiff irgendwie könnten, können wir nicht schnell reisen jetzt, bitte. Missionen. Hauptmissionen. Ins Unbekannte. Sprich mit Wladimir. Nee, das war das nicht. War das eine Fraktionsquest? Absolute Macht, genau, da war mal Kehre zurück zum Schlüssel. Ich muss mal echt um... Also das machen wir noch fertig und dann geht's definitiv mit den Hauptmissionen weiter hier, dass ich hier durch das Spiel endlich durchkomme. Das gibt's ja nicht. Also die Hauptquestreihen zumindest. So, alle blabla, haben wir. Zurück zum Schlüssel. Können wir hier ans Schiff irgendwie ran? Das geht nicht indoor, ne? Schnell reisen. Warum nicht?
So, nachdem ich diese ganze Kacke jetzt gemacht habe, das mache ich nicht nochmal neu. Also, lieber Fan, komm mal mit hier. Ach, alles klar, das war der falsche Weg. Ihr Lieben! Schlag in die Fresse für ihn hier oder sie. Ein Schuss von Nüschel. Das ist doch verrückt. Und einen schönen Screenshot. Nein, das war falsch. Ich wollte ich gar nicht. Wieso habe ich diesen Fotomodus? Ich habe V gedrückt. Bist du bekloppt? Und dem vollen Ausraster hier. Mit unseren Fänden. Wenn er schon da hinschießt, muss ja was da sein, ne? Wir haben sie wohl verschreckt. Ja, Finn, wir haben sie verschreckt. Wir sind falsch gelaufen, wir hätten da nicht lang gehen dürfen. Das lade ich jetzt auch nochmal neu. Das bringt ja nichts, ansonsten speichert er mir das beim Rausgehen so. Einmal laden. Auf geht's. Die Liga der selbstbestimmten Siedler, Liz, ist ein lockerer, organisiertes... ein lockeres Auto... Also dieser Weg ist nicht gut. Mein lieber Fan, du musst mit mir mitkommen. Wir müssen den anderen Weg gehen. Komm mit jetzt hier. Was machst du da? Hör auf. Komm jetzt hier runter. So. Wir müssen auf jeden Fall in der nächsten Folge darüber. Das hoffe ich mir. Das merke ich mir. Und da geht es dann auch in der nächsten Folge weiter. Wenn euch die Reise auf der Suche nach meinem Fan gefallen hat... dann könnt ihr mir gerne trotzdem einen Daumen nach oben da lassen und vielleicht ein Abo für die nächsten Folgen, dass es dranbleibt. Ja. Ich freue mich, wenn ihr so lange geschaut habt. 41 Minuten. Naja, jetzt fast 45, würde ich sagen. Bis ich fertig bin mit meinen dümmen Gesülze noch. Dann freue ich mich natürlich. Und deinem Kanal tut es auch gut. Und ja, ich bin raus, wie immer auf dem Kanal. Der Fan lässt mich auch stehen. Ja, geh halt erstmal. Oh. Ja, wie immer auf dem Kanal. Tschö, bitte.